ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Oh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Last Light Redux. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Wir kommen nicht jetzt weiter, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Ergibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps. Mindestens. Und jetzt? Geht ihr nicht? Wir müssen erst die Männer zusammen treffen. Artyomitsch, wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Metro, um ihre Aufführungen zu sehen. Die erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. Dieses Mal sind wir es. Wird nicht mehr lange dauern. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komme wieder zu dir. Willkommen. Und ruht euch aus. Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Also ich habe die Regeln nicht gemacht, ja? Oh, was gibt's denn hier? Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seele. Der Welt ist untergegangen, aber Hauptsache, die haben noch eine Shisha. Überall um uns herum Strahlung, Tod, Verfall und endloser Krieg. Der Duft hier ist wirklich abgelegen. Kostja, wann bist du zurückgekommen? Wann? Wo ist Vitya? Warum ist er nicht sofort hierher gekommen? Nikitic, wann werden wir Mutanten futtern? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Und es hat so lange gedauert, das zusammenzuspannen. Auf nimmer Wiedersehen. Kein Kratzer und kein Spaß. Garantiert. Du gibst schon. Ja, es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Fisch, Fische, Fisch aus Venedig, Fisch, geräuchert, getrocknet, gesalzen. Ja, mein Fisch kann dich schlecht hier so ein Mutant erschlagen. Leder, feine Lederware, originales Design, niedrige Preise. Pilz, klasse Pilz, es gibt einfach nichts Besseres. Mal gucken, ob mir die Schrotpistole anpassen können. Verlängerter Lauf. Nein. Aus der Ferne kannst du damit nichts treffen, aber in einem Nahkampf ist sie absolut tödlich. Auf das hier und du bekommst augenblicklich den verdienten Respekt. Patronen! Patronen! Verkauf! Tausch!
Patronen und andere Sachen. Die besten Preise in der Gegend, versprochen. Okay, dann wird das alles... Patronen! Patronen! Verkauf, Tausch, Abkauf! Das Zeug ist klasse. Besseres gibt's nicht. Ich weiß nicht, es ist verboten. Vielleicht trinke ich lieber was. Haben die hier keine Filter? Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Gut, dann kaufe ich mal eben noch Munition. Schrotflinte auffüllen. Diese Patronen sind gut, auch wenn sie handgemacht sind. Na gut. Dann viel Glück. Lauflos, abgehangen und du drückst für einen Monat im Trockenlagerung. Du kannst überall trinken. Das hier ist Theater. Danke, Doktor. Doch. Natürlich. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Möge die Aufführung beginnen. Maestro. Wenn Sie so nett wären. Zeit weiterzugehen, du Kunstmäzen! Auf der Falscher Bühne hat es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden auch Trille. Ich bin total in euch Mädchen verliebt, aber ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Zurechtkommen werden. Jana, lass mich mal dein Puder benutzen. Unglaubliche Show. Du träumst du wohl. Du hast dein eigenes Ding, das. Lacht der Gefahr ins Gesicht. Fordert die Natur heraus. Trotzdem kommt dieser neue Welt. Artyom, mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, ha? Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Wie auch immer, ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Hier bitte, zwei von unseren Spezialitäten vom alten Vorrat. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, gönnen wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom, hau weg den Scheiß. Ja. Ach, wo war ich? Ah, ja. Ja, schau dir die weit entfernten Stationen an.
Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. War mir fast klar. Willkommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur. Das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Gut, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.